Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder so miteinander feiern dürfen, aus allen Wohnbereichen miteinander. Herzlich willkommen Ihnen heute hier in der sommerlich warmen Sonnhalde. Herzlich willkommen aber auch all denen, die auf den Stockwerken oder auf den Zimmern zuschauen, denen winke ich mal in alter Mann. Ich sehe gerade, es kommt gar nicht, ne? Je nachdem, wo die Kamera ist. Okay, es gilt trotzdem. Und herzlich willkommen auch allen, die nebenan in der Klinik mit uns verbunden sind und allen, die auf YouTube in der weiten Welt, in nahe und fern, heute diesen Gottesdienst mit uns feiern. Die musikalische Begrüßung war auch sommerlich. Es war nämlich von Josef Haydn aus den Jahreszeiten der Sommer von dem Harmonic Brass Ensemble. Von denen hatte ich ja schon öfter etwas dabei und auch das Nachspiel ist nachher noch einmal von diesem wunderbaren Bläserensemble. Im Juni, diese Woche, um genauer zu sagen, gab es zwei besondere Tage. Am Dienstag war der 21. Juni. Ich nehme an, Sie wissen, was das für ein besonderer Tag war? Genau, Sommeranfang, ja. Da war der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Man sagt auch Sommersonnenwende dazu. Ab jetzt werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger, bis wir dann im Dezember das Ganze wieder umdrehen. Ja, und heute... Heute ist der 24. Juni. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Ja. Weiß jemand von Ihnen, was heute am 24. Juni für ein besonderer Tag ist? Johannistag. Genau, der Johannistag. Vielleicht haben manche von Ihnen den Johannistag schon auf andere Weise gefeiert. Es ist tatsächlich ein kirchlicher Feiertag. Aber er wird höchstens, wenn er auf einen Sonntag fällt, bei uns besonders bedacht. Aber ich war vor 2 Wochen bei Freunden in Sachsen zu Besuch. Und die haben mir erzählt, dass bei ihnen in der Kirche der Johannistag wirklich ein wichtiger Feiertag ist. Dass sie heute Abend Gottesdienste feiern am 24. Juni, dann danach ein Feuer anzünden vor ihrer Kirche. Also es handelt sich um eine ländliche Gemeinde in der Lausitz, die können das machen. Und anschließend noch ums Feuer sitzen, etwas essen und trinken und auch manchmal noch ein bisschen singen. Ja, habe ich gedacht, was die Freunde in Sachsen können, das können wir auch. Und wenn ich schon heute Gottesdienst habe, am 24. Juni, am Johannistag, dann feiern wir den auch miteinander. Deshalb habe ich auch extra, und Frau Hiller hat da auch dran gedacht, das weiße Parament aufgelegt, das weiße Parament für die Christusfeste. Sie werden nachher merken, was Johannes und Christus miteinander zu tun haben. Passend zum Johannistag habe ich etwas aus meinem Garten mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es aus der Ferne erkennen können. Bitte? Johannisbeer, genau. Oder, wie sagt man im Schwäbisch dazu? Träuble, genau. Und gestern habe ich in einem anderen Pflegeheim gelernt, dass man auch Hans Träuble dazu sagt. Kennen Sie das auch? Aha, also sehen Sie, habe ich auch schon wieder was gelernt. Ich kannte das nicht, aber Hans Träuble kommt eindeutig von Johannes. Also eine Mischung aus Johannisbeeren, genau. Und die heißen so, weil sie jetzt um den Johannistag rum wachsen. Und in meinem Garten wachsen dieses Jahr auch ganz viele Johannisbeeren, die habe ich daher. Aber der Johannistag heißt natürlich nicht so wegen den Johannisbeeren im Garten, sondern weil es der Namenstag von Johannes dem Täufer ist,
von dem wiederum die Bären dann ihren Namen haben. Aber dazu nachher mehr. Lassen Sie uns jetzt zuerst in gewohnter Weise den 23. Psalm miteinander beten. Der steht in Ihrem Liedblatt oder Sie kennen ihn auswendig im Herzen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. O komm, du Geist der Wahrheit, ist ein Pfingstlied, aber wir hoffen ja, dass der Heilige Geist nicht nur am Pfingstsonntag und Montag hier bei uns wehte, sondern alle Zeit. Und wir miteinander auch keinen extra Pfingstgottesdienst gehabt. Deshalb lassen Sie uns miteinander in dieses Pfingstlied einstimmen. O komm, du Geist der Wahrheit. Es steht auf Ihrem Liedblatt und wir werden es in gewohnter Weise durch Chor und Orchester von der CD unterstützt bekommen. Schon in der vierten Strophe gelandet. Max, nix, es ist ziemlich warm heute. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Gell, das machen wir, jawohl.
24. Juni, Johannistag. Er erinnert an Johannes den Täufer, den Wegbereiter Jesu, den Zeuge des Lichts, das mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Als Johannes der Täufer geboren wurde, gab es noch keine Standesämter, wo man die Geburten minutiös aufgeschrieben hat. Aber aus den biblischen Quellen heraus hat man später die Geburt von Johannes den Täufer auf den 24. Juni festgelegt, denn er ist 6 Monate vor Jesus geboren. Und die Geburt von Jesus ist am 24. Dezember. Genau, und 12 minus 6 gibt 6. Also wenn Jesus am 24. Dezember geboren ist und Johannes 6 Monate vorher, ist der 24. Juni der Geburtstag von Johannes. Und dieser Johannistag fällt in die Nähe von dem längsten Tag des Jahres, von der Sommersonnenwende, wie wir vorher schon festgestellt haben. Das passt auch gut zusammen. Das Geschehen in der Natur, das eine nimmt ab, das andere nimmt zu. So ist es auch bei Johannes und bei Jesus. Von Johannes heißt es, dass er gesagt hat, er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Deshalb passt dieser Johannistag gut in das Naturjahr. Deshalb gibt es auch viele Bräuche, Sommersonnenwendfeuer oder Johannesfeuer, Gottesdienste oder auch die Johannisbeeren, die nach ihm seinen Namen haben. Johannes der Täufer hatte ein spannendes Leben. Sehr viel wissen wir nicht über ihn, aber einiges ist in den Evangelien der Bibel erzählt. Es beginnt mit der spannenden Geburtsgeschichte, die der Evangelist Lukas erzählt. Und er verwebt sie kunstvoll mit der Geburtsgeschichte mit Jesus, zu der es einige Parallelen gibt, wie Sie gleich merken würden. Außerdem sind die beiden miteinander verwandt, Johannes und Jesus, weil ihre Mütter, die Maria und die Elisabeth, sind Basen oder Cousinen, also sind ihre Söhne auch wieder miteinander verwandt. In der Geburtsgeschichte des Johannes spielt ein Engel eine wichtige Rolle und eine Tafel. Doch hören Sie selber. Heute war ein besonderer Tag für den Priester Zacharias. Heute durfte er das Räucheropfer im Tempel in Jerusalem anzünden. Das erste Mal in seinem Leben. Eine besondere Ehre. Zacharias freute sich über diesen Tag und auch seine Frau Elisabeth hat sich mit ihm gefreut, bevor er in den Tempel gegangen ist. Die beiden waren schon alt und viele Jahre verheiratet. Leider hatten sie keine Kinder. Das betrübte sie sehr. An diesem Tag war Zacharias allein im Tempel. Die Gemeinde betete draußen vor dem Tor des Heiligtums, wie es damals üblich war. Vom Altar stieg Weihrauch auf und Zacharias betete andächtig. Da sah er plötzlich rechts neben dem Altar einen Engel stehen. Zacharias erschrak. Doch der Engel sagte, fürchte dich nicht, Zacharias. Deine Gebete und die deiner Frau sind erhört worden. Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Und den sollst du Johannes nennen. Das heißt, Gott ist gnädig. Ihr werdet viel Freude an diesem Kind haben und Gott hat es für ganz besonders wichtige Aufgaben bestimmt. Zacharias war völlig durcheinander und antwortete, woran soll ich denn erkennen, dass du die Wahrheit sprichst? Meine Frau und ich, wir sind ja eigentlich schon zu alt für ein Kind. Der Engel sprach, ich bin der Engel Gabriel.
Gott schickt mich. Weil du mir nicht glaubst, musst du von nun an stumm bleiben, bis das Kind geboren ist. Das ist mein Zeichen. Die Menschen vor dem Tempel draußen wunderten sich, wo Zacharias so lange blieb. Und als er herauskam und die Leute von ihm wissen wollten, was los war, da konnte Zacharias tatsächlich nicht mehr sprechen. Aber man sah seinem Gesicht an, dass irgendetwas Besonderes vorgefallen sein musste, und er schickte die Leute einfach mit Gesten nach Hause und ging dann selbst nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie wollte das zuerst gar nicht glauben und ging 5 Monate lang nicht auf die Straße, weil sie der Sache nicht traute. Aber im 6. Monat bekam sie Besuch. Da kam ihre Base Maria auf Besuch. Die war auch gerade eben von einem Engel frisch auf eine Schwangerschaft vorbereitet worden. Und die beiden Frauen tauschten diese ungewöhnlichen Erlebnisse miteinander aus. Maria blieb einige Wochen bis kurz vor der Geburt bei Elisabeth und machte sich dann wieder auf den Heimweg nach Nazareth, wo sie ja noch eine Weile warten musste, bis der Jesus dann geboren wurde. Zacharias und Elisabeth waren überglücklich, als das Kind geboren wurde. Die Verwandten kamen zu Besuch und wollten das Kind besichtigen und fragen, wie es denn heißt. Sicher wird es Zacharias heißen wie sein Vater, sagten sie, weil das war damals üblich, der erstgeborene Sohn heißt wie der Vater. Aber Elisabeth sagte, nein, das Kind soll Johannes heißen. Johannes, sagten die Verwandten, so heißt doch niemand in eurer ganzen Familie. Was soll denn das bedeuten? Wir fragen mal lieber den Vater, den Zacharias. Der wird es ja wohl am besten wissen. Und sie gingen zu Zacharias, der immer noch nicht sprechen konnte, und sagten, wie soll denn dein Kind heißen? Da nahm Zacharias eine Tafel und schrieb den Namen darauf. Johannes. Johannes, Gott ist gnädig. Und in diesem Moment konnte Zacharias widersprechen, als er den Namen aussprach und die Bedeutung. Die ganze Familie außenrum schüttelte den Kopf und sagte, das verstehen wir nicht. Der Name Gott ist gnädig, hier hat wohl Gott seine Hand im Spiel. Wer weiß, was Gott mit diesem Kind noch vorhat? Und Zacharias brach in einen Lobgesang aus, er dankte Gott und sagte, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, er kommt, um sein Volk zu erlösen. Und du, Johannes, wirst sein Prophet sein. Du wirst dem, der uns retten wird, den Weg bereiten. Dein Name ist Johannes, Gott ist gnädig. Soweit die spannende Geburtsgeschichte des Johannes. Ich weiß nicht, ob die Ihnen so geläufig war. Den Engel Gabriel, den kennen Sie ja alle aus der Geburtsgeschichte von Jesus. Aber dass Johannes auch so eine spannende Geburtsgeschichte hatte, ist nicht so bekannt und wert, dass wir heute einmal darüber nachdenken. Wie ging es dann mit diesem Johannes weiter? Haben sich die Ankündigungen des Engels erfüllt? Wir wissen, dass Johannes ungefähr 5 Jahre vor Jesus als Wanderprediger aufgetreten ist, also auch schon als erwachsener Mann mit 27, 28 Jahren. Er selbst lebte sehr sparsam, um nicht zu sagen asketisch. In der Bibel steht, er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Ja, nicht gerade das, was wir uns, glaube ich, als Lieblingsspeise vorstellen würden. Und er kleidete sich auch sehr kärglich. In der Bibel heißt es, er hatte ein Gewand aus Kamelhaaren. Er kündigte das Kommen des Gerichts an und rief die Menschen zur Umkehr auf
Und als Zeichen der Umkehr taufte er die Menschen dann im Fluss Jordan mit Wasser. Dadurch bekam er seinen Namen Johannes der Täufer. Eines Tages kam auch ein ganz besonderer Täufling zu ihm. Es war sein Verwandter Jesus. Der wollte auch von Johannes getauft werden. Aber als er ihn taufte, kam noch der Geist Gottes in Form einer Taube auf den Täufling herab. Später kritisierte Johannes der Täufer den Lebenswandel von König Herodes. Deshalb wurde er gefangen genommen und getötet. Also ein ähnlich dramatisches Ende wie bei Jesus. Ja, Johannes heißt, Gott ist gnädig. Johannes war der Vorläufer und der Wegbereiter Jesu. Und er hat die Ankündigungen des Engels Gabriel erfüllt. In unserem Gesangbuch gibt es ein Lied zum Johannistag. Das ist aber so unbekannt in der Melodie, dass wir es nicht miteinander singen können. Aber der Text ist wunderbar, weil in diesem Johanneslied die Johannesgeschichte, Jesus und was es für uns bedeutet, zur Sprache kommt. Und deshalb will ich Ihnen als Abschluss dieses Johannesgedenkens heute dieses Lied zum Johannistag vorlesen. Wir wollen singen ein Lobgesang, Christus dem Herrn zu Preis und Dank, der Sankt Johann vorausgesandt, durch ihn sein Ankunft macht bekannt. Die Buß er predigt in der Wüst, euer Leben ihr bessern müsst, das Himmelreich kommt jetzt herbei, für rechte Buß ohn Heuchelei. Man fragt ihn, ob er Christus wär? Ich bin's nicht. Bald wird kommen der, der lang vor mir gewesen ist, der Weltenheiland, Jesus Christ. Er zeigt ihn mit dem Finger an und sprach, siehe, das ist Gottes Lamm. Das trägt die Sünd der ganzen Welt, sein Opfer Gott allein gefällt. Ich bin viel zu gering dazu, dass ich auflösen soll sein Schuh. Taufen wird er mit Feuer und Geist, wahrer Sohn Gottes er ist und heißt. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, des Vorläufer Johannes ist. Hilf, dass wir folgen seiner Lehr, so tun wir dir die rechte Ehr. Soweit das Lied zum Johannistag. Und wir tun jetzt genau das, wovon am Ende des Liedes die Rede ist. Hilf, dass wir folgen seiner Lehr, so tun wir dir die rechte Ehr. Denn wir singen ein Tauflied miteinander. Denn durch die Taufe sind viele von uns mit Johannes dem Täufer und mit Jesus Christus, auf dessen Namen wir getauft sind, verbunden. Ich bin getauft auf deinen Namen, heißt das Lied, das Sie auch auf Ihrem Liedblatt finden und das wir jetzt miteinander singen wollen.
hat außen drauf, jetzt können Sie es erkennen, ist eine kleine Tafel abgebildet. Denn Zacharias hat damals natürlich keinen Karton und auch keine Schiefertafel gehabt, wie man das oft später gedacht hat, sondern es war eine Wachstafel. Und in diese Wachstafel hat er mit so einem Griffel geschrieben. Und er hat natürlich auch nicht in lateinischen Buchstaben geschrieben wie ich, sondern das, was hier steht, heißt wirklich, und ich kann es lesen, Johannes in hebräischen Buchstaben, so wie es damals üblich war. Also, das ist die Johannes-Namenstafel und hier sehen Sie den alten Zacharias mit dem Kind Johannes. Als Erinnerung an den heutigen Johannistag nehmen Sie es gerne mit. Wir wollen miteinander beten. Gott, wir danken dir, dass du Johannes, den Täufer und Jesus zu uns Menschen geschickt hast. In ihnen hast du uns deine Liebe und deine Nähe gezeigt. Wir bitten dich, gib du uns Licht in diesen Sommertagen, draußen in der Natur und drinnen in unserem Herzen. Stärke und tröste uns, wenn wir traurig und mutlos sind. Erfülle uns mit Liebe, Hoffnung und Frieden. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Johannistag. Herzlichen Dank dem Gottesdienst-Team und dem Sonnhalde-Team, dass wir diesen Gottesdienst so schön miteinander feiern konnten. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, denn da bin ich schon wieder bei Ihnen. Bleiben Sie schön gesund und munter, kriegen Sie keinen Hitzschlag, keinen Sonnenbrand, wenn Sie rausgehen, damit wir uns nächste Woche hoffentlich so zahlreich wieder miteinander sehen. Und vielleicht, wenn Sie zwischendurch mal Johannisbeeren essen, denken Sie ein bisschen an den Johannes und alles, was wir heute von ihm gehört haben. Als Nachspiel nach dem Segen hören wir nochmal Harmonic Brass von Peter Tschaikowski aus den Jahreszeiten. Der hat die einzelnen Monate komponiert und da gibt es dann heute den Juni. Gehen Sie in diesen Johannistag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.